So, der Plan ist jetzt, wenn ich aufstehe, dann sollte das Licht angehen. Die andere Seite ist noch an. Also, ich stehe mal einfach auf hier auf dem Bett, ja, und zack, Licht geht an. Super. Funktioniert also, tadellos, wunderbar. Ich habe den Sensor jetzt hier an der Seite am Bettpfosten verbaut. Die Kabel versucht so einigermaßen zu verstecken hier, damit meine Frau da nicht gleich wieder was zu meckern hat. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie lange jetzt der Lichtschlauch hier dran hält und dran kleben bleibt. Ich habe das soweit zwar gereinigt, aber man kennt das ja. Nach einer gewissen Zeit fahren die normalerweise immer ab. Ich bin gespannt, ich werde hier eine Rezension reinschreiben, wie lange gehalten hat. Es gibt noch Möglichkeiten, die nachzukleben. So, und jetzt teste ich das mal auf der anderen Seite. Auf der Seite meiner Frau. Ich gehe ans Bett heran. Das Licht ist noch nicht an. Ah, okay. Also wenn ich hier direkt am Nachttisch stehe, wunderbar, dann geht das Licht an. Ich habe den Sensor auch eh nicht verbaut. Ich habe den nämlich hier direkt hier dran verbaut gehabt. Also ein bisschen Abstand, weil ich hier den Abstand nicht zum Bettpfosten habe, habe ich den Bettpfosten weiter nach vorne gezogen. Er ist soweit nicht sichtbar. Hier habe ich die Zeit ein bisschen länger eingestellt bei meiner Frau. Ja, wunderbar. Sieht optisch sehr gut aus. Ich bin gespannt, wie lange die Klebeleiste hält. Ich hoffe, die hält dauerhaft jetzt. Wenn nicht, muss ich nochmal nachgehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative zum normalen Nachttischlicht. Oder man braucht das Handy auch nicht mal mitnehmen. Super. Begeistert.